Herr Hesse, Sie sind der Geschäftsführer des Gemeindehilfsbundes und Sie moderieren regelmäßig die Sendung Bibelkunde auf BibelTV. Waren Sie schon immer ein Bibelfan? Nein, das war ich garantiert nicht. Ich muss sagen, die Bibel, der erste Kontakt so richtig mit der Bibel, das war als Konfirmand. Da hat man sich natürlich mit der Bibel beschäftigt. Und ich muss sagen, mich hat das in der damaligen Zeit, als ich Konfirmand war, nicht angesprochen. Und als ich dann konfirmiert wurde, da habe ich die Bibel danach in den Schrank gestellt und da ist sie dann viele Jahre stehen geblieben und ist nicht wieder herausgeholt worden. Die ist also regelrecht verstaubt, die Bibel. Und war die Bibel auch ein Buch in Ihrem Zuhause? Ja, die Bibel spielte eine untergeordnete Rolle. In meiner Familie, ich komme ja aus einer Familie mit 5 Geschwistern, also insgesamt 6 Kinder, Landwirtschaft, und da waren Themen wie Landwirtschaft oder Politik oder Geschichte, waren immer sozusagen Gespräch oder Familie. Aber der christliche Glaube oder Inhalte der Bibel waren eigentlich nicht das Thema. Welche Werte wurden Ihnen vermittelt? Also es wurde schon vermittelt, dass der christliche Glaube irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich würde mal sagen, so in einem traditionellen Sinne, in einem konservativen Sinne, man geht in die Kirche, man muss da sonntags auftauchen. Ja, man spricht ein Tischgebet zum Mittagessen, bevor man einschläft, ein Abendgebet. Aber das war eine Tradition, eine Form, ohne dass es wirklich mit Leben gefüllt war. Und wie haben Sie das damals empfunden, als Kind oder später als Jugendlicher, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Das war für mich natürlich nervig. Ich habe lieber ausgeschlafen, aber mein Vater war sehr streng und hat sehr stark seine Prinzipien durchgezogen. Und da gab es halt kein Ausschlafen am Sonntag. Man musste aufstehen. Und heute rückblickend bin ich ihm sogar dankbar dafür, weil es so eine Struktur hineingebracht hat. Aber damals war das für mich einfach nur Form, ja, eine konservative Tradition, die durchgezogen wurde und für mich ohne Inhalt, ohne Leben. Und welche Ziele und Träume hatten Sie dann für Ihr Leben? Also ich würde sagen, ein großer Traum für mich, gerade wo es dann so in Richtung Studium ging, ich habe ja Betriebs- und Volkswirtschaft studiert in London. Ja, ich wollte richtig Kohle machen, ich wollte Geld verdienen, ich wollte wer sein, ich wollte um die Welt fliegen und wollte erfolgreich sein. Und ja, solche Dinge haben mich tatsächlich innerlich motiviert, ja, Erfolg, Karriere. Und sind Sie in diese Richtung dann auch konkret gegangen? Also ich sage mal so, ich habe Betriebs- und Volkswirtschaft studiert und habe dann nach Abschluss des Erststudiums ein Zweitstudium angefangen. Und das war, da ging es um Recht und Wirtschaftsrecht. Und ich wollte dann so in einer größeren Londoner Kanzlei, wollte ich dann Anwalt sein mit der Spezialisierung Wirtschaftsrecht. Und das waren alles so Gedanken und Pläne. Und ich war auch schon dabei, mich zu bewerben auf bestimmte Stellen während meines Studiums. Also solche Pläne haben tatsächlich existiert, klar. Aber es hat nicht geklappt, da den Fuß zu fassen, oder wie hat sich das dann weiterentwickelt, Ihre berufliche Richtung? Genau, ja, da muss ich sagen, da kam dann tatsächlich Gott dazwischen, beziehungsweise zuerst einmal eine ganz, ganz gewaltige Lebenskrise. Und in dieser Lebenskrise habe ich angefangen, nach Gott zu fragen. Wie kam es zu dieser Lebenskrise? Ja, diese Krise ist eigentlich natürlich über einen längeren Zeitraum entstanden. Aber als ich aus meiner Heimatstadt dann nach England kam, um in London zu studieren, dann war es so, dass die Bibel oder der Glaube, Gott oder auch christliche Werte gar keine Rolle mehr spielten. Und natürlich habe ich mich dann im Studentenleben auch orientiert, wie fülle ich mein Leben, was sind meine Ziele, und bin auch Beziehungen eingegangen und muss sagen, auch rückblickend, ich habe einfach auf diesem Gebiet Beziehungen, Liebe, Sexualität, einfach viele Fehler gemacht. Und dabei ist sehr viel auch zerbrochen, auch in mir innerlich zerbrochen, sodass ich eigentlich an einen Punkt gekommen bin,
wo ich mit meinem Leben nicht mehr weiter wusste. Also eine totale Krise, und das war wirklich eine für mich totale Verzweiflung. Und da ich keinen Gott hatte, auch kein Woher und kein Wohin und keinen Lebenssinn und ja, eine Beziehung zu Gott vollständig nicht existent war, war diese Krise total. Ich war also komplett am Ende. Da waren bohrende Fragen, da waren Fragen nach dem Sinn, da waren Orientierungsfragen und eine dunkle Leere. Also ich würde das wie ein Gefängnis beschreiben, ein dunkler Ort, an dem man gefangen ist. Und wo haben Sie dann nach Antworten gesucht? Ja, natürlich macht man sich verschiedene Gedanken bis dahin, dass man sagt, ich verlasse diese Welt, also ich mache meinem Leben ein Ende. Bis hin, ja, kann vielleicht die Psychologie helfen, Ratgeberbücher. Ich habe an verschiedenen Quellen nach Informationen gesucht und ich bin schließlich eigentlich mit meiner Verzweiflung zu meinen Eltern gegangen. Was haben Sie den Eltern dann mitgeteilt als Sohn? Erstmal war es für mich ja erstaunlich, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin. Das hatte den Hintergrund, dass meine Eltern einige Jahre zuvor durch eine Ehekrise gegangen sind. Und in dieser Ehekrise haben sie eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus aufgenommen und durften in dieser Krise erleben und in der Begegnung mit Jesus Christus, wie sich ihr Verhältnis als Eheleute veränderte. Ich war zu der Zeit schon in England, und als ich nun zurückkam nach Hause, nach Verden, da war es dann so, dass meine Eltern in ihrem Verhältnis anders miteinander umgingen. Das fiel mir sehr wohl auf. Aber der Minuspunkt für mich war, die fingen jetzt auf einmal an, von Jesus zu reden und von der Bibel. Und zwar sehr intensiv. Konnten Sie damit was anfangen? Das war für mich befremdlich. Also ich fühlte mich natürlich irgendwie missioniert. Die wollen jetzt, dass ich auch was mit Jesus da zu tun habe und mit der Bibel. Und das war mir einfach zu viel, und dagegen habe ich mich auch gewehrt. Ich habe dann auch mal angefangen, in der Bibel zu lesen, weil ich sie widerlegen wollte. Ich wollte ihnen sagen, das, was ihr mir da erzählt, das ist Quatsch. Aber Sie waren ja in dieser Lebenskrise, wo es nicht weiterging. In dieser Krise, da wusste ich, wenn du irgendwo hingehst, musst du zu deinen Eltern gehen, denn die haben irgendetwas gefunden und vielleicht können die dir ja weiterhelfen. Und wie waren dann die Ratschläge? Wie hat sich das Gespräch entwickelt? Das war so, dass meine Eltern, als sie meine ganze Verzweiflung da sozusagen sahen und die totale Krise, die ich ihnen da offenbarte, da haben sie gesagt, du, wir haben da jemanden für dich, der kann dir vielleicht weiterhelfen und guten Rat geben. Und das war am 23. Dezember 1995. An diesem Tag sind wir dann in die Lüneburger Heide gefahren, nach Duishorn, nach Walsrode-Duishorn. Das ist heute der Sitz des Gemeindehilfsbundes. Und dort haben wir Pastor Dr. Joachim Kochlovius getroffen. Und in dem, was er mir gesagt hat, wurden mir eigentlich so erste Türen geöffnet in Richtung Gott, in Richtung Vergebung, in Richtung Jesus Christus. Das waren so erste Wegweiser, die mir geholfen haben, den Weg des Glaubens überhaupt erst einmal zu suchen. Und welche Fragen haben Sie überhaupt gestellt? Ja, es ging tatsächlich, wie vorhin schon erwähnt, ging es um Fragen Beziehung und Sexualität. Und da war ich einfach, ich sage mal, ein verwirrter junger Mensch, der von seinem Umfeld her keine Orientierung bekommen hat oder sie auch nicht gesucht hat. Also ich denke, da war auch viel eigene Schuld. Ich war auch verstrickt in Pornografie. Das war so ein Element. Da kann ich nur sehr vorwarnen vor diesem ganzen Bereich. Da tun sich die Menschen ganz, ganz großen Schaden an. Naja, ich bin mit solchen Fragen zu Pastor Kochlovius gekommen und bin einfach sehr, sehr dankbar für seine ruhigen, nüchternden, biblisch fundierten Antworten, die mir dann geholfen haben, so eine Orientierung zu bekommen, die ich vorher einfach nicht hatte. Und können Sie sich an so eine Aussage erinnern, wo Sie gemerkt haben, ja, irgendwie ist da was dran? Natürlich ging es um Reinheit, dass man sich zum Beispiel von pornografischen Inhalten ganz klar trennt. Das hat er mir ganz deutlich gesagt.
Das war so ein Bereich. Ein anderer Bereich war überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es einen Gott gibt, vor dem wir auch verantwortlich leben. Das war für mich ein Bereich, der komplett abgeschnitten war von meinem Denken. Ich hatte mit einem Gott nichts am Hut. Und das auf einmal zu sehen, ja, da ist eine Perspektive, dass es einen Gott gibt, der in dein Leben blickt und für den ich, vor dem ich verantwortlich stehe. Das war für mich ganz wichtig. Und dann auch die Frage der Versöhnung, der Vergebung, dass man sich da, wo Dinge zerbrochen sind in Beziehungen, dass man sich vergeben kann und dem anderen vergeben kann. Das waren für mich ganz, ganz wichtige Informationen, die er mir da in diesem Gespräch damals so aufgeblättert hat eigentlich. Und können Sie sich an das erste persönliche Gebet erinnern? Ich bin dann zurückgeflogen nach London und ich weiß, dass ich im Flugzeug saß und ich guckte über London aus dem Fenster heraus und ich dachte, was passiert eigentlich, wenn dieses Flugzeug jetzt abstürzt? Und das war für mich ein erster Gedanke, könnte es sein, dass du dann zu Gott kommst? Und als ich dann in London war und wieder in meinem Studentenleben, dann hatte meine Mutter mir mitgegeben, und wenn du mal so richtig in Bedrängnis bist, versuch doch mal ein Stoßgebet auszusprechen. Und das waren eigentlich so meine ersten Gebete, ohne zu wissen, ob es Gott gibt, ohne zu wissen, ob er mich hört, habe ich so erste Stoßgebete von mir gegeben und war natürlich gespannt zu erfahren, ob da irgendeine Antwort kommt. Und kam eine Antwort? Ja, also diese Antwort hat etwas auf sich warten lassen. Das hat also einige Wochen gedauert. Also ich habe im Dezember, wie gesagt, dieses erste Gespräch gehabt und dann zog sich das bis in den Februar 1996 hinein. Ich fing an, in der Bibel zu lesen. Ich habe im Johannesevangelium angefangen, einfach im ersten Kapitel. Und dann habe ich so in das Johannesevangelium hineingelesen und habe mir natürlich viele Fragen gestellt. Kann Jesus auf dem Wasser gehen? Kann er Brot vermehren? Kann er Wasser zu Wein verwandeln? Und habe das alles mit dem kritischen Verstand versucht zu beleuchten und habe gesagt, eigentlich ist das eine große Trickserei. Das kann nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite war ich ja auf der Suche und habe nach Gott gerufen und habe versucht, Kontakt aufzubauen. Und es kam wochenlang jetzt keine Antwort in dem Sinne. Ich musste weiter suchen. Und dann in einer Nacht im Februar, um den 20. Februar herum, da las ich in Johannes 14 und ich las den Vers, dort sagt Jesus, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er wird in euch bleiben und wird in euch sein. An dieser Stelle, wo Jesus sagt, dass der Geist Gottes kommen wird, da wurden mir die Augen geöffnet und ich konnte plötzlich erkennen und sehen, dass Jesus Christus wirklich lebt. Und das war so ein gewaltiger Moment für mich, so als ob jemand einen Vorhang zur Seite zieht und du auf einmal in die Ewigkeit hineingucken kannst und sagen kannst, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es glauben, Jesus Christus ist wirklich von den Toten auferstanden, er ist wirklich für meine Sünden am Kreuz gestorben, er wird wirklich wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Auf einmal war das plötzlich alles da, es war alles mit Leben gefüllt und von dem Tag an habe ich geglaubt. Also sehr persönlich, ein sehr persönlicher Moment. Ein sehr, sehr, sehr persönlicher Moment, wo Gott mir eigentlich einem blinden Menschen in Glaubensfragen, total blinden Menschen, die Augen geöffnet hat dafür, dass er wirklich da ist. Hatten Sie dann andere Ziele fürs Leben? Das hat sich radikal geändert. Also erstmal habe ich vor Glück wirklich geheult, ich habe vor Glück geweint. Es war so ein überwältigender Moment zu verstehen und zu begreifen, dass wir es mit dem christlichen Glauben nicht mit einer leeren Tradition zu tun haben, sondern mit Leben gefüllt und dass es hier wirklich um Wahrheit geht. Das hat mich so beglückt.
dass ich gesagt habe, das kannst du nicht für dich behalten, das musst du weitergeben. Und daraus ist dann natürlich auch eine Veränderung meiner beruflichen Situation entstanden. Ich habe meine Eltern voller Glück angerufen, habe gesagt, ich brauche eine Neuorientierung, auch in beruflicher Hinsicht. Dieses ganze Karrieredenken, was ich bis dahin hatte, ich will davon weitererzählen, von dem, was ich erlebt habe. Jesus Christus lebt, das muss man weitererzählen. Und Pastor Kochlovius war wichtig für Ihr Leben, oder? Ja, natürlich war er entscheidend wichtig, weil er so diese ersten Gedanken so hineingesät hat in mein Herz. Allerdings sollte das erst viele Jahre später so richtig zum Fruchten und zu einer Zusammenarbeit kommen. Wie kam es dann zu diesem Entschluss? Ja, Gemeindehilfsbund ist mein Platz. Genau, ich habe dann Theologie studiert an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Habe dann 8 Jahre in Süddeutschland gearbeitet und habe dann damals in Süddeutschland den Anruf von Pastor Kochlovius bekommen mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschäftsführung des Gemeindehilfsbundes zu übernehmen. Und wir waren gerade in einer Phase, wo wir als Familie, meine Frau und ich, uns fragten, ob wir nicht irgendwie nach Norddeutschland ziehen könnten. Und da war uns das genau der Ruf von Gott, den wir eigentlich brauchten, um zu sagen, wir ziehen mit einem Auftrag von Gott in den Norden, sodass ich dann hier die Stelle als Geschäftsführer beim Gemeindehilfsbund angenommen habe. Und welche Aufgaben haben Sie beim Gemeindehilfsbund? Also meine Aufgabe ist von Anfang an, ich bin jetzt 10 Jahre dabei, zweigeteilt. Der eine Bereich ist die ganze Organisation der vielfältigen Arbeit. Ob es die Finanzbuchhaltung ist oder ob es Veranstaltungen sind, Kongresse, die wir durchführen, Tagungen oder Veröffentlichungen, die wir machen oder die Internetseiten oder die Filmarbeit. Da gibt es viel zu organisieren. Das ist ein großer Aspekt meiner Arbeit. Und der andere Aspekt ist die Verkündigung und das ist das, was mir am Herzen liegt. Und das beides sind die beiden Aufgabenfelder, die ich habe. Und zurück zu der ersten Frage. Sind Sie heute ein Bibelfan? Ja, ich liebe dieses Buch. Ich bin seit dieser, sage ich mal, eine Nacht im Februar 1996 von diesem Buch nicht wieder losgekommen. Das ist wie eine, im positiven Sinne, eine Droge, weil hier einfach der lebendige Gott selbst spricht und sich offenbart hat und ich jeden Tag Neues entdecke und jeden Tag durch dieses Wort gestärkt werde, gesegnet werde. Ist einfach eine Freude. Das ist das beste Buch der Welt. Und was wünschen Sie den Zuschauern oder den Fans von Gemeindehilfsbund? Also ich wünsche Ihnen einmal das, diese ganz, ganz zentrale Erfahrung des Lebens, eine Beziehung mit Jesus Christus, das Wissen darum, dass er wirklich am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist und das Wissen darum, dass er tatsächlich und wirklich von den Toten auferstanden ist, so wie er es selber sagt in der Offenbarung, siehe, ich war tot und ich bin lebendig, dass das tief in unsere Herzen hinein verwurzelt ist. Das wünsche ich einem jeden. Das ist das eine und das andere, ja, eine Liebe zum Wort Gottes und ein tägliches Erforschen des Wortes Gottes mit dem Wissen darum, hier redet der lebendige Gott. Vielen Dank, Herr Hesse. Gerne, Frau Brehe.